Hallo und willkommen zu einem neuen Video der Kinderspielzeugtruhe, heute wieder mit Christian. Nachdem wir gestern schon das IQ-Logik-Spiel angeguckt haben, schauen wir uns heute nochmal ein IQ-Spiel an. Das heißt diesmal IQ-K, Traffic Jam Puzzle, also ein Staupuzzle. Es gibt hier auch verschiedene Rätsel zu lösen, die sind diesmal mit Autos. Wir schauen vielleicht einmal kurz auf die Rückseite, da ist kurz erklärt, wie das Ganze funktioniert. Hier sind Karten dabei und ihr seht schon, hier sind so kleine farbige Striche drauf. Das sind Autos, die hier drin sind. Die werden auf das Spielfeld gesetzt und Ziel des Spiels ist es dann, die Autos so vor und zurück zu bewegen, dass ein einziges Auto, in dem man theoretisch selbst drin sitzt, das Spielfeld verlassen kann, also einfach rausfahren kann. Wir probieren es jetzt aber einfach mal zusammen aus. In dem Spiel sind mehrere Sachen drin. Das ist einmal hier das Spielfeld mit den Autos. Die holen wir mal raus. Also hier sind so größere LKWs dabei. 5 Stück insgesamt und dann hier noch so viele kleine Autos, die stelle ich jetzt alle mal zur Seite. Die müssen wir dann gleich nach den Rätselkarten da wieder reinsetzen. Und dann ist hier eben noch eine ganze Menge an Rätselkarten dabei. Das ist das Rätsel, das wir lösen wollen. Da bauen wir das Spielfeld jetzt mal genauso auf. Das heißt, wir schnappen uns den lilanen LKW und stellen den einmal hier hin. Der rote LKW schaut mit der Schnauze nach links. Der grüne LKW mit der Schnauze nach oben und in dem roten Auto sind wir selbst. Das ist hier oben drüber eingeparkt. So, jetzt schauen wir nochmal auf das Spielfeld drauf. Wie sieht es aus? Die Autos können sich natürlich alle nur nach vorne oder hinten bewegen. Das heißt, das grüne Auto kann sich gar nicht bewegen, das lila da auch nicht. Das rote Auto könnte jetzt einfach ein Feld vorfahren. Das können wir auch mal machen. Jetzt kann sich das lila natürlich immer noch nicht bewegen. Der rote LKW hier, der könnte natürlich zurückfahren. Bringt uns aber nicht so viel. Wir fahren jetzt mal das grüne Auto nach vorne, wo jetzt Platz geworden ist. Jetzt können wir den roten LKW auch noch eins nach vorne fahren. Der lilane kann jetzt nach unten fahren. Und ihr seht schon, dass das soll nicht passieren. Das rote Auto kann jetzt hier einfach raustuckern und das Rätsel ist gelöst. So funktionieren eigentlich alle von den Karten. Das ist am Anfang jetzt noch relativ leicht. Ich habe das Ganze schon mal gemacht, das heißt, ich habe direkt gewusst, wie man es macht. Aber wenn man sich dann mal anguckt, wie das auf den späteren Karten aussieht, da seht ihr schon, da wird das Spielfeld richtig, richtig vollgestellt. Und da muss man dann wahrscheinlich schon ein bisschen länger überlegen, bis man raus hat, wie das Ganze funktioniert. Mir gefällt es also so ganz gut. Ich glaube, das mit den Steinen legen gestern, das hat mir ein bisschen besser gefallen, aber das ist auch ganz cool. Vielleicht kennt ihr das Spiel ja schon, das gibt es bestimmt auch in anderen Varianten. Ich zeige euch nochmal die Verpackung. Das hier heißt jetzt IQK. Wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst es mich wie immer gerne wissen, indem ihr eine kleine Bewertung abgebt, Daumen hoch oder runter. Und ansonsten, wenn ihr ähnliche Spiele kennt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video der Spielzeugtruhe wieder. Bis dann, euer Christian. Tschüss.